So, da sind wir bei Resident Evil 6. Weiter geht's. Wir sind mitten im Kampf mit Usternack. Was sagt Jake? Ach, der bockt sich gerade. Er boxt sich. Danke. Mit Usternack. Was muss ich denn da genau machen jetzt? Schiene auswählen, Container ab. Ah, okay. Okay, und was ist dann die richtige Schiene? Wahrscheinlich die hier. Ah, oh Gott, da geht er zurück. Nein, nein. Was? Wohin fährt der denn? Was zum Teufel? Okay. Aber mal dahin Container abfeuern. Wie Container abfeuern? Wohin denn? Ich peile nicht so ganz, was ich hier anstellen soll. Ist diese Tür da offen? Ja, hier kann ich durchgehen. Ich kann ja nicht wirklich was machen, oder? Da müssen wir wahrscheinlich zusammen hin, da müssen wir zusammen hin. Was soll ich denn mit diesen Containern anstellen? Nein, da will ich nicht runter. Kann ich auch nicht runter, wie es aussieht. Ja, Mann. Feuer ihn dahin. Ach so. Okay, von der Seite muss ich ihn damit treffen. Nice, sehr gut. Gib ihm. Okay, damit kann ich ihm. Oh! Leck mich! Nimm das! Hier ist das! Was geht jetzt? Voll! Finisher, los! Oh, sure you can am Ende! Holy crap! Ah, doch nicht. Jake Punch. Seemannsköpfe in die Lava. Ha! Ah, sehr schön. Und ein heißes Bad, der gute Usternack. Autsch. Ich kann mir vorstellen, dass es wehtut, einen 500 Kilo Container mit dem Gesicht zu fangen. Verschwinden wir von hier! Naja, dann komm mal hoch. Oder wohin gehen wir? Da nach hinten. Achso, er kommt wahrscheinlich hier gleich vorne hoch. Aha, da ist er schon. Gutes Timing. Jetzt können wir nicht da nach vorne gehen. Und uns endlich aus dieser Unterwasserbasis verziehen. Vielleicht. Hoffentlich. Komm schon, er kann keine Lava und Container im Gesicht fangen überleben. Oder? Natürlich kann er es. Er ist Usternack. Wir haben den mit dem verdammten Turm erschlagen. Mit dem Turm. Ihr wart dabei. Irgend so ein Antennenturm. Voll ins Gesicht. Wir dachten, er wäre weg. Nein, da ist er wieder. Bam, it's me, Usternack. Fabulous Usternack. Habe ich keine Waffen mehr? Ich habe keine Waffen mehr. Das hier ist eine Art Lager. Irgendwie müssen hier Sachen rein und rauskommen. Stimmt. Ja, Sachen kommen rein und raus. Geht klar. Achso, ich hab meine Pistole also verloren und... In meiner Pistole waren alle meine anderen Waffen, oder? Was wollt ihr mir damit sagen? Ach. Das ist die nette Art, fuck you zu sagen. Fuck you. Das sind nicht mehr deine Waffen. Gib sie her, wir müssen sie wieder zurückgeben. Wir haben die nur geliehen. Wow. Okay. Wow. Das ist schnell. Und es gibt kein verdammtes Steuer. Oh, komm schon, echt jetzt? What the fuck? Okay, wir kriechen. Das kriegen wir schon hin. Ey, wir uns voll am Arsch klebt, Mann. Ich habe immer noch nicht so ganz raus, aber ich glaube, ich mache es richtig. Also es funktioniert auf jeden Fall, nur diese Zeichen da unten ergeben immer noch nicht wirklich Sinn für mich. Okay, zieh an der Ladung. Und dann ab dafür. Auch von wegen. Nee, ist schon richtig so. Ich mach das schon irgendwie richtig.
Und klettern, klettern. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir das machen müssen. Oh, hallo. So treffen wir uns wieder. Das ist voll am Brennen alles da hinten. Das ist echt nicht so geil gerade. Ich wünschte, er würde uns in Ruhe lassen. Wie wär's mit allen Rohren? Nicht nur ein Rohr. Alle Rohre. Ich glaube, ihr habt mich nicht verstanden. Nicht ein paar. Dann habt nochmal alle Rohre, die ihr habt. Jetzt spielt er plötzlich Bionic Commando. Le Crochet, der Haken. Ah, fuck. Der Typ ist ja schlimmer als der Nemesis aus dem dritten Teil. Aber hey, da sind Waffen. Ich muss ihm ins Gesicht schießen mit diesem Colt. Den ich hier zufällig gefunden habe, war in Folie eingepackt. Genau ins Herz. Bringen wir es zu Ende. Los. Ja, Mann. Jerry! Bam! Mitten ins Herz getroffen. Ja. Wir beiden sind so süß zusammen, wir haben dich mitten ins Herz getroffen. Ah, ich glaube, das hat gereicht. Das war's. Ein für alle Mal. Du hast mich gerettet. Du weißt das, oder? Danke. Alles gut. Gemeinsam frei sein, sehr schön. Ladies and Gentlemen, das war Jake and Sherry's Szenario. Und ich fand's im Großen und Ganzen eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Obwohl es das bisher nervtötendste war, auf jeden Fall. Okay, wir haben die Seite von den beiden gesehen, sehr, sehr cool. Usternack war dann... Dieser Typ, Mann, Usternack, verdammt nochmal. Täglich grüßte Usternack. Es war nicht nur ein verdammter Witz, nein, es wurde zum Running Gag irgendwann. Aber jetzt haben wir ihn letztendlich doch besiegen können. Und es gibt noch ein Szenario, das wir spielen werden, nämlich das von Ada. Also seid gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch da wieder dabei. Danke bis hierhin auf jeden Fall mal. Ich bin Beta. Bis dahin. Haut rein. Geben. Zusammen mit den Testergebnissen von 6 Monaten aus den Archiven von Neo Umbrella. Jetzt sind die Daten in den richtigen Händen und die Lage scheint sich endlich zu beruhigen. Nach Jakes Rettung haben BSAA-Beamte seine Beziehung zu Albert Wesker als streng geheim eingestuft, da sie eine Bedrohung für die globale Sicherheit darstellen könnte.